Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Feed the Beast Infinity mit mir, Minstiller. Hallo. Wir wollten kurz diese Magnum Torch bauen. Da ist er. Wir brauchen dafür zwei Tränke. Eine Gastier. Okay, das sollte nicht das Problem sein. Haben wir bestimmt eine da, oder? Gastier. Oh, ja. Und ein bisschen Glowstone. Zack, zack. Also ich habe noch nie gebraut. Das ist für mich das erste Mal, dass ich das mache. Aber ich hoffe jetzt mal, dass das nicht allzu kompliziert ist. Das sollten wir ja daraus theoretisch den ersten Trank kriegen, also Regeneration, oder? Ich sag ja, ich habe das noch nie gemacht. wo ist er denn? Magnum Torch. Ich hätte bestimmt irgendwas anderem anfangen müssen. Ich habe nicht weit genug geklickt. Wasser, Netherwort. Okay. Ne. Haben wir sie umsonst verbraucht, die Gastier. Gastier. Netherwort. Ja. Okay. Moment. Schwupp. Ist ja nichts Problem. Botania. Zack, zack. Netherwats. So, einmal zurück. Und schnell wieder nach unten. Wupp. So, das können wir erstmal rausnehmen. Na halt, das nehmen wir auch schnell raus. Wasser und eine Netherwart. Mundane Potion. Ne. Kein Effekt. Okay. Kann man die stacken? Nee. Jetzt schauen wir, ob wir es jetzt diesmal richtig hinkriegen. Man soll vielleicht auch die Rezepte durchklicken bis zum Schluss. So, jetzt haben wir dieses Ding hier. Jetzt tun wir eine Gastier rein. Ach, okay, das hat auch keinen Effekt. Das heißt, es sind diese Basistränke wahrscheinlich, auf denen man den Rest dann aufbaut. Okay, wunderbar. Das heißt, wir müssen mit Netherwarts anfangen. So, jetzt haben wir Regeneration. Und jetzt tun wir Glowstone dazu. Und da müsste Regeneration 2 rauskommen. Richtig? Richtig. So, jetzt pass auf. Magnum Torch. Das ist der hier. Wir brauchen noch den hier. Dafür brauchen wir den hier, dafür brauchen wir den hier. Netherwort. Glistering Melon. Deswegen haben wir Melonen geholt. Gold Nuggets, okay. So, der ist fertig. Das ist Trank Nummer 1. So, tun wir den hier rein. Schon mal mit einer Netherwort, dann kann der schon mal anfangen. Zack. Zack. Nein. Gold Nuggets haben wir doch bestimmt noch. Ja, wunderbar. Zip. Und dann haben wir das da. Der ist gleich durch. Perfekt. So, und was brauchen wir als nächstes? Magnum Torch. Auch wieder Glowstone. Okay. Hammer. Glowstone. So. Schwupp. Tun das dazu. Und solange das schon mal rattert, schauen wir schnell. Magnum Torch. Brauchen wir 5 Stück davon. Magnum Torches. Zack. 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 1, 2, 3, 4, 5. Wunderbärchen. Der ist auch fertig. Sehr schön.
Zack, zack, zack. Das brauchen wir nicht. Das, das brauchen wir auch nicht mehr. Das auch nicht mehr. Dann Magnum Torch. Ach, das ist ein QID-Rezept. Ernsthaft? Wir haben doch ein QID, oder? QID? Oh Gott, wie sind denn die Dinger, die drumherum waren? Von wem ist denn das? Extra Utilities. Extra Utilities. Enderflux, genau. Enderflux. Enderflux. Haben wir hier vier Stück? Nur vier? Enderflux. Kann ich da noch welche bauen? Je mehr wir haben, desto schneller geht's ja, ne? So. Das war jetzt könnte kann Kind könnte Magnum. Wie hieß der Rotz? Kandelier. So, die fünf Stück, dann Potions. Das war jetzt Instant Heal 2. Und Regeneration 2. So, Magnum. Ich glaube einfach. Ach Gott. Magnum Torch, Magnum. Und zwei Holz, okay. Wut. 1, 2. Jetzt brauche ich echt eine Folge, nur um diese doofe Fackel herzustellen. Ja, ich weiß schon, warum ich die noch nie hergestellt habe. Du da rein, du da rein. Ich meine, es ist ja nicht kompliziert, aber mit diesem Tränkenbrauen, ich habe da mich noch auch in Vanilla noch nie damit groß auseinandergesetzt. Also jetzt mit 1.9 mache ich es auf jeden Fall. Ich habe auch schon eine 1.9 Welt angefangen. Ich werde die auch hin und wieder mal zeigen. Das wird eher aber so ein Let's Show und kein Let's Play. Also ich werde da nicht ständig Folgen raushauen. Das wird halt, wenn ich mal was gebaut habe, ich denke, oh, sieht ganz cool aus, dann lasse ich euch dran teilhaben. Aber sonst, also ich will da jetzt kein Let's Play draus machen. Eher so eine Art Let's Show. So, Na ja, komm, hier hin. Und jetzt suchen wir noch die restlichen Monster, die hier sind. What the fuck? Na, da kommt doch schon den nächsten. So, ich glaube, das war's, ne? Jetzt schauen wir mal, ob das hilft, dass da keine Monster mehr kommen. Der ist jetzt auch irgendwie verschwunden. Wahrscheinlich habe ich daneben Mob gekillt und er wäre halt in dem Radius drin. Okay. Wir waren hier oben. Eigentlich, genau. Wir wollten einen Importbus bauen. Importbus. Zack. Ja. Habe ich Importbus nicht als Rezept? Ernsthaft nicht? Sticky Pisten. Das habe ich als Rezept. Immerhin. So, pass auf. Ich mache jetzt erstmal nur ein. Was brauchen wir noch für einen Importbus? Dann mache ich nämlich ein Importbus-Rezept. Gibt es da nicht, dass ich da keinen habe. Importbus. Das Ding habe ich doch auch als Rezept. Annihilation Core. Annihilation Core. Ja, komm. Gib eben Start. Import. Importbus. Ja, ernsthaft. Was mache ich denn heute mit meinen Rezepten, ehrlich? So.
Wieder geleert. Kann wieder reintun. Und das ist der Importbus, ne? Ja, perfekt. Du bist ein Crafting-Rezept. Und jetzt will ich Importbus. Wir brauchen 1, 2, 3, 4, viele davon. So, nehmen wir erstmal die zwei mit, die er schon fertig hat. Schwupp. Das sind 1, 2, 3, 4 Kanäle schon. Vier Kanäle. Wo haben wir jetzt die Steine? Zack, zack. Ne, ich bin auch bescheuert. Das ganze Ding ist ja noch eins tiefer. Pass auf. Dance. Ich bin da jetzt gerade so ein bisschen überlegen. Man merkt es, glaube ich. Ich bin gerade ein bisschen ruhiger. So, ich glaube, so macht es eigentlich am meisten Sinn, oder? Pass auf, jetzt erstmal die Schaufel umstellen. Einmal eins. So, würde ich sagen, ne? Dann gehen wir hier raus. Verarbeitung haben wir, glaube ich, gesagt, ist grünes Smart Cable. Smart Cable. Ja, wir können auch blau nehmen. Geht ja bloß darum. Im P2P. P. Nein, du musst die zwei nicht schreiben, wenn ich es auf der Tastatur eintippe. Jo, so passt's. Kabel. Cable. So, so. Dann sind die schon mal versorgt. Das heißt, die sind am Autocrafting dran. Also, was wir jetzt noch brauchen, ist natürlich ein Kanal da oben. Wir haben gesagt, wir nehmen blau. Der ist leer. Wunderbar. Nehmen wir den. Und schnell wieder nach oben. Also, hier in dieser Singleplayer-Welt klappt es mit diesem Peer-to-Peer wunderbar. Auf Servern habe ich jetzt eher die Erfahrung gemacht. Mäh. Also, tut nicht wirklich. So, die sind jetzt online. Muss man die jetzt noch konfigurieren, wo was ist? Ne, hier wird schon abgesaugt. Perfekt. Das heißt, das klappt jetzt. Muss man die nicht konfigurieren? Gibt es da keinen? Nö, anscheinend nicht. Okay, wunderbar. Soll mir ja nur recht sein. Das heißt, der produziert hier fröhlich jetzt vor sich ein HV-Kabel. Und dann können wir nämlich jetzt auch HV-Kabel hier suchen. HV-Kabel. Rob. Und Robber. Brauchen wir. Nein, nicht die Setzlinge, sondern das hier. Eins, zwei, drei. Schwupp. Da draus machst du mir bitte HV-Kabel. Perfekt. Das war hier. Und wo ist das Rezept? Achso, das ist ja nicht hier drin, sondern das Rezept für die Kabel ist ja. Na gut, die können natürlich spawnen, weil die nicht hier spawnen, sondern sich hier rein teleportieren. Das ist hier eine Ausnahme. Und irgendwo ist noch ein Zombie. Wahrscheinlich irgendwo hier hinter. Der uns jetzt noch eine Weile nervt. Na? Ich will auch hier rein. Oh Gott. So. Gut, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben jetzt alle Kabel, die wir bei Industrial Craft brauchen, schon mal automatisiert. Ist zwar jetzt nicht viel, weil wir noch die Magnum Torch gemacht haben. War mir aber wichtig, nicht, dass ständig hier hinter uns Creeper auftauchen oder Spinnen und Skelette und uns ablenken.
Weil Ablenkung können wir nun wahrlich nicht gebrauchen. Industrial Craft. Industrial Craft, hier. Gut. Dann schauen wir mal. Was brauchen wir als nächstes? Was wir auf jeden Fall brauchen, wie gesagt, ist, wir brauchen Strom. Strom haben wir jetzt erstmal über Immersive Engineering, ist aber keine dauerhafte Lösung. Das heißt, wir brauchen Solarpanels. So, Solarpanels. Solar Distiller? Nee. Wir fangen an mit stinknormalen Solarpanels. Dazu brauchen wir Glas. Dazu brauchen wir Coal Dust. Coal Dust. Haben wir das als Rezept? Coal Dust? Nee. Aber wir haben so viel Pulverized Coal, dass uns das wahrscheinlich erstmal reicht. Das müsste ja auch gehen. Okay, wunderbar. Wir waren Solarpanels. Wir brauchen einen Generator. Wir brauchen dafür ein Iron Furnace. Zack. Und wir brauchen dafür einen ganz normalen Furnanze. Iron. Zack, zack. Ein Rezept. Einen nehmen wir gleich raus. Schmeißen das Rezept schon mal rein. Das war ein Crafting-Rezept. Hier. So, weiter im Text. Solarpanels. Das da. Den hier haben wir. Die Rezepte haben wir auch. Wir brauchen eine RE-Batterie. Da haben wir eigentlich alle Rezepte. Tin. Und Tin Cable, ne? Keine, nicht wundern, warum ich mal gleich mehr craft. Das ist einfach nur, wir werden alles brauchen. So, Solar. Zack. 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 Und Redstone war das noch. Das findet er ja aus irgendeinem Grund nicht. Wunderbar, hätten wir das Rezept auch. Wupp. Und wupp. Das ist eine Batterie. Ja, wir haben sogar genug gecraftet, dass wir uns da schon ein, zwei rausnehmen können. Solarpanel. Das können wir auch da rein tun. Ich sag ja, was wir jetzt an Rezepten bauen werden, das ist echt Hammer. Das da rein, Solarpanel. Die hier, haben wir das schon als Rezept? Ne, ich glaube noch nicht, ne? Sehr, doch, natürlich. Ha! Ja komm, gib ihm, zack. Solar. Ich glaube, ihr könnt dann gleich kein Solar mehr hören, kann das sein? So. Was fehlt? Glas. Ernsthaft? Glas. Craft. 100. Gib ihm Start. 1. Zack, zack, zack. Jetzt haben wir das Rezept für ganz normale Solarpanels. Gut. Jetzt lass uns mal gucken. Ist ja schön, dass wir jetzt hier so ein Solarpanel haben. Aber ich glaube, die bringen ja uns noch nicht wirklich viel. Warum? Wo sind die eigentlich? Hier. Konnte man die nicht upgraden auf höhere? Passt auf. Habe ich jetzt die falschen gecraftet? Ich habe die falschen gecraftet. Oh Gott. Wir brauchen natürlich die hier oben, wa?
Ja, ich würde sagen, das war ein schöner Fail mit dem Solarpanel. Egal. Wir haben jetzt ein Basis-Solarpanel, damit können wir nur von der Maschine auch betreiben. Aber würde ich sagen, gucken wir das im nächsten Mal, das richtige Rezept craften. Wie gesagt, das ist halt das, wenn man wenig Ahnung hat und darf von viel und dann versucht, ein Video zu machen. Wenn euch die Folge trotzdem gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da, ansonsten ein Däumchen nach unten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, diesmal mit dem richtigen Solarpanel-Rezept. Ja, bis dahin, macht's erstmal schön. Tschüss, ciao, ciao und bye bye. Tschüss.